dann was machen. Heimlich aufgenommen. Öffentliches Auspeitschen in Saudi-Arabien. Es ist wohl Raif Badawi. Was fast harmlos aussieht, wird unerträglich, wenn die aufgeplatzte Haut sich entzündet. All das war der Preis für jeden Buchstaben in diesem Buch. Dieses Buch, das sind die Texte aus dem Blog von Raif Badawi. Viele seiner Einträge wurden von den Saudis gelöscht. Doch wer wissen möchte, für welche Worte man in Saudi-Arabien zu 1000 Peitschen hieben und 10 Jahren Gefängnis verurteilt wird, der möge nun dieses Buch lesen. Ensaf Haidar hat daran mitgearbeitet. Sie ist die Ehefrau von Raif Badawi. Auf was hofft sie? Dass er nächsten Monat hier ist. Zusammen mit dem deutschen Journalisten Konstantin Schreiber hat sie die Texte für das Buch zusammengestellt. Ensaf Haidar konnte 2012 mit den 3 gemeinsamen Kindern kurz vor der Verhaftung ihres Ehemannes aus Saudi-Arabien fliehen. Er wollte nachkommen. Nun lebt sie in der kanadischen Provinz Quebec, allein mit den 3 Kindern. Das Buch erscheint jetzt, damit die Menschen wissen, weshalb er verurteilt wurde. Hat er dieses Urteil verdient? Sie haben das Recht, sich selbst ein Urteil zu bilden. Das Buch wird vieles klarstellen, worüber er gesprochen hat. Durch das Buch werden die Menschen vieles erfahren, was sie noch nicht wussten. Sie werden die Persönlichkeit von Raif besser kennenlernen. Doch was er schrieb, hat für die saudische Monarchie viel Sprengstoff. Die Hauptmission einer jeden Theokratie ist es, jegliche Vernunft zu töten, den gesunden Menschenverstand rigoros zu bekämpfen und die Massen in die absolute Verdummung zu treiben. Starke Worte für freies Denken von einem Mann aus einem theokratischen Land. Ein Land, in dem Machtpolitik mit Religion begründet wird und öffentliche Hinrichtungen und Folter fast an der Tagesordnung sind. Der arabische Frühling, für Badawi eine große Hoffnung. Doch mit ihm kam die Angst der saudischen Herrscher vor dem Machtverlust. Badawi kam in Haft. Er hat nicht gedacht, dass das, was er schreibt, die Religion oder den Staat beleidigen könnte. Er war der Meinung, das sei sein gutes Recht. Und das denkt er bis heute. Das ist ein Menschenrecht. Vielleicht kann man sagen, Raif war mutig, doch es war sein Recht. Immer hat sie ihr Handy dabei, hofft auf Anrufe ihres Mannes aus dem Gefängnis in Jeddah. Hallo? Hallo? Manchmal vergeblich. Wenn es klappt, dürfen sie nur wenige Minuten sprechen. In dieser kurzen Zeit hat Raif Badawi es geschafft, ihr ein Vorwort für das Buch zu diktieren, ein berührendes Bekenntnis aus einem saudischen Gefängnis. Als meine geliebte Frau mir sagte, dass ein großer Verlag in Deutschland meine Artikel gesammelt und ins Deutsche übersetzt als Buch herausgeben will, war ich zuerst sehr skeptisch. Das war zunächst auch Konstantin Schreiber, der das Buch herausgegeben hat. Doch es ist wichtig, dass freidenkende Menschen in Saudi-Arabien nicht totgeschwiegen werden. Wenn man sich ein bisschen mit der Region auch regelmäßig auseinandersetzt, fällt schon auf, dass Raif Badawi nicht wirklich ein Einzelfall ist. Es gibt durchaus Personen, andere Blogger, andere Internetaktivisten wie ihn auch, die in Saudi-Arabien Repressalien ausgesetzt sind, die verurteilt werden, die Gefängnisstrafen oder Ähnliches zu erleiden haben. Sein Fall ist aber auch in der arabischen Welt sehr prominent dadurch geworden, dass sie in besonderer Weise eben den Klerus, also die islamische Geistlichkeit in Saudi-Arabien, kritisiert hat. Dennoch hat sich das Ehepaar für die Veröffentlichung des Buches entschieden. Sie sind sich sicher? Nur wenn der Fall in der Öffentlichkeit bleibt, wird das Badawi helfen. Jeder Mensch darf doch all seine Rechte ausleben. Warum sollte man dann auf einen Teil verzichten? Warum nicht schreiben? Warum nicht reden? Warum soll er nicht mit der Welt kommunizieren und die Welt mit ihm? Warum debattieren wir nicht öffentlich? Warum muss alles hinter verschlossenen Türen und heimlich passieren? Ich hoffe, dass es Veränderungen in Saudi-Arabien gibt und dass Raif ein Grund dafür ist. Badawi und seine Frau suchen offensiv die Öffentlichkeit. Aber könnte es nicht gefährlich sein, die Blog-Einträge jetzt als Buch zu veröffentlichen? In der Diplomatie,
Im Auswärtigen Amt geht man einen anderen Weg, um Badawi zu helfen. Die Natur des Falles und auch der Umgang mit dem Land Saudi-Arabien lässt es, glaube ich, nicht sinnvoll erscheinen, jetzt alle unsere Aktivitäten jetzt hier in aller Länge und Breite in der Öffentlichkeit auszubreiten. Gespräche hinter verschlossenen Türen sind das eine. Das Schicksal von Raif Badawi bei den Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, das andere. Beides verfolgt dasselbe Ziel, Badawi frei zu bekommen. Ensaf Haidar hat gehört, dass das Verfahren vielleicht wieder aufgenommen wird. Nun befürchtet sie sogar ein Todesurteil. Voller Angst schreibt Badawis Sohn Briefe an seinen Vater. Du bist im Gefängnis, weit weg von mir, weil du für deine Ansichten gekämpft hast. Du bist ein friedliebender Mensch, der andere Menschen gern hat und ihnen nur Gutes wünscht.